Sandkönig. Bist du bereit? Bereit. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich weiß, wer du bist. Kiumelo. Richtig geraten, True. Du bist dran. Oh, ich weiß es. Du bist ein Yeti. Du hast recht, Bartleby. Du bist dran. Okay, ich weiß was. Ich bin so gut darin, wie ein Steinchen still zu sitzen. Das kann ich. Ups, ich hab's gerade verraten, oder? Ja. Es macht Spaß, mal kurz jemand anderes zu sein. Ich kenne eine Geschichte darüber. Ja, es erinnert mich an den Froschkönig. Ich kenne auch genauso eine Geschichte. Nur etwas anders. Geschichtenkreise, Geschichtenkreise, Sipsapsase. Zeig uns die Geschichte in deiner Zauberblase. Es war einmal ein König, der an die entferntesten Orte in seinem Königreich reiste, um seinem Volk zu helfen. Der Nächste. Mein Springseil ist verknotet. Ich liebe es, den Leuten zu helfen. Auch wenn das bedeutet, dass ich dafür den ganzen Tag auf diesem Thron sitzen muss. Mein Ballon ist ganz... Yeah! Wer ist der Nächste, mein hilfreicher Herold? Das war's, mein König. Niemand mehr da, der eure Hilfe benötigt. Moment, entschuldigt. Es gibt da noch jemanden. Ich sehe wieder was. Und, bin ich jetzt fertig? Ich sehe kurz nach. Ach, irgendjemand braucht immer Hilfe. Oho, was für glückliche Geräusche. Ah, seht nur. Es muss so schön sein, ein glückliches, sorgloses Steinkind zu sein und in der Lagune herumzuspringen. Oh, nein, hört bitte nicht auf. Ach, habt einfach weiter Spaß. Ich bin schon weg. Tja, dann werde ich mal weiter meinem Volk helfen. Aber vielleicht habe ich Zeit für einen kleinen Sprung. Dann verwandle ich mich mal in etwas Sprunghaftes. Der König wird so zufrieden sein. Niemand will noch irgendetwas. Also, ich meine, fast niemand. Eure Hoheit, gute Nachrichten. Nur noch eine Bitte. Also diesmal wirklich. Eure Hoheit? Wo ist er hin? Das königliche Zepter? Aber wo ist der König? Er lässt es nie zurück. Eure Hoheit, wo seid ihr? Ich habe euer Zepter gefunden, falls ihr es gesucht habt. Oh, hallo, kleines Steinkind. Hast du den König gesehen? Tut mir leid, Kleiner. Ich spreche deine Sprache nicht. Oh, ich glaube, ich verstehe dich. Du hast eine Bitte für den König. Er kann dir bestimmt helfen. Aber wir müssen ihn erst finden. Oh, tut mir leid, Kleiner. Das Zepter des Königs darf nur vom König verwendet werden. Aber keine Angst, er muss hier irgendwo sein. Eure Hoheit, wo seid ihr? Es gibt nur noch eine Bitte. Oh, und deine natürlich. Eure Hoheit, wo seid ihr? Du hast versucht, dir das königliche Zepter zu schnappen, oder? Ich muss besser darauf aufpassen. Hey, meine Trompete! Komm wieder zurück! Hab sie! Du schwebst?
Seid ihr es, Eure Hoheit? Ich war es die ganze Zeit. Eure Hoheit, es tut mir so leid. Ich wusste es nicht. Nein, nein, ich muss mich wirklich bei dir entschuldigen, mein treuer Herold. Nächstes Mal sag ich Bescheid, wenn ich rausgehe. Und in was ihr euch verwandelt. Das ist ein veilchenblaues Versprechen. Du darfst zum Spaß übergehen, sind all deine Pflichten geschehen. Es gibt wirklich nur noch eine letzte Bitte, versprochen. Ach je, ich hoffe, niemand musste sehr lange warten. Bitte, hol sie rein. Nun, Eure Hoheit, der letzte Bittsteller bin ich. Ich wollte euch fragen, ob wir in der Spring-Spring-Lagune springen wollen. Aber natürlich, das wollte ich schon den ganzen Tag über machen. Lass uns los, springen! Und so sprangen der König und der Herold fröhlich zusammen den lieben langen Tag zu Ende. Ich würde super gerne so rumspringen. Wie lustig! Bartleby, du bist ein Steinkind? Ich hab doch gesagt, dass ich richtig gut bin. Beste Steinkind aller Zeiten. Stimmt doch, oder? Die Geschichte war steinstark.